Hallo, ich begrüße dich zu meiner neuen Folge von Meine Meinung zu. Ja, heute geht es mal um das Thema Ritzen. Ja, was soll ich sagen dazu? Es ist ein schlimmes Thema, auch ein ernstes Thema und es ist auch ein Hilferuf von den Betroffenen, einfach ein Hilfeschrei. Es hat nichts mit Emo zu tun, also ich weiß gar nicht, wie manche da drauf kommen. Ich denke mal, es ging einfach mal irgendwann so rum, ja, da war mal so ein schwarz gekleidetes Kind, es hat sich einfach geritzt und plötzlich haben es dann alle gemacht oder alle auf Emo abgeschoben, aber das ist nicht so. Manche tun es auch so krass, dass man die Knochen sieht oder dass es genäht werden muss. Da habe ich eine Reportage mal gesehen über eine Jugendpsychiatrie. Da waren auch welche, die haben sich immer geritzt und dann halt auch so tief, bis es halt genäht werden muss. Und nur dann waren sie eigentlich wirklich befreit von dem inneren Schmerz. Und das finde ich total grausam. Selbstverletzendes Verhalten, das ist nicht nur Ritzen, das kann auch Rasierklingenessen sein. Also das habe ich dort auch gesehen, da war ein Mädchen, die hat dann auch Rasierklingen gegessen. Man kann, denke ich, auch Scherben essen, das tun sich ja auch welche. Dann Haare ausreißen, die mit dem Kopf gegen die Wand schlagen und noch andere schlimme Dinge. Das alles ist selbstverletzendes Verhalten. Und ja, es ist einfach eine Sucht, wie alles andere auch, mit was man nicht aufhören kann. Und es ist einfach schwer, denke ich, davon loszukommen, wenn man einmal damit angefangen hat und dann da drin hängt. Wie das Ritzen, wenn man das anfängt, kann man es nicht mehr aufhören. Also das Beste, was ich halt denke zum Aufhören, ist, wenn man einfach von jetzt auf gleich, von heute auf morgen aufhört, ohne irgendwelche Therapie oder Psychologen oder sonst irgendwas, weil wenn man das alleine schafft und alleine da wieder rauskommt und davon loskommt, dann kann man richtig stolz auf sich sein und man kann auch wirklich dann darüber reden, dass man es getan hat mal, aber dass man es alleine wieder geschafft hat, da wegzukommen, und das schaffen wirklich nur die wenigsten ganz alleine. Es ist halt schon ein harter Prozess, dann da durchzulaufen, wenn man dann von jetzt auf gleich aufhört, von heute auf morgen. Man kriegt dann irgendwelche Paranoia, man fühlt sich einfach schlecht und es geht einem wirklich richtig, richtig mega dreckig dann, aber wenn man die erste oder zweite Woche vorbei hat, dann ist es wirklich ganz easy. Dann ist es alles vorbei und dann geht es wieder bergauf und man kommt wirklich davon los. Wenn du selber betroffen bist, aber das nicht schaffst, von heute auf morgen aufzuhören, dann gebe ich dir einfach die Tipps, dass du einfach laut Musik hörst, wenn du den Drang hast, dich zu ritzen, oder dass du deine Gefühle aufschreibst, was dich gerade nervt oder warum du dich ritzen willst. Wenn das auch nicht hilft, dann geh raus und schrei in der Gegend rum, also geh in den Wald und schrei einen Baum ab oder wirf irgendwas gegen einen Baum oder gegen deine Wand, aber nicht dein Handy. Wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, der sich ritzt und du nicht genau weißt, was du machen sollst, dann steh hinter ihm oder hinter ihr, sei für sie da oder für ihn da. Ich gehe jetzt mal von sie aus, weil meistens sind es immer Mädchen, die das machen. Ja, sei einfach da und sag nicht, ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann passiert das und das, sondern sag, ich bin für dich da, ich helfe dir dadurch, wir schaffen das gemeinsam, auch ohne Therapie, ohne dass die Eltern was wissen oder so. Aber du kannst auch mit ihr zusammen zu einer Beratungsstelle gehen, da gibt es ja auch Pro Familia und was weiß ich nicht alles, wo du hingehen kannst mit ihr und sie einfach dabei unterstützen, davon loszukommen, ohne jetzt irgendwie in eine Psychiatrie zu müssen oder den Eltern Bescheid zu geben oder sonst was. Man sollte auch wirklich mal darüber nachdenken, wie sich solche Menschen fühlen, oder wenn man jetzt eben irgendjemanden mobbt, dass man den dahin treibt, oder wenn man jemanden andersweitig fertig macht, einfach so, den man vielleicht noch nie gesehen hat, irgendwie dumm anmacht, dass einen das wirklich runterziehen kann. Und ja, gib mir einen Daumen nach oben, lass ein Abo da, lass einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.